So. Hoffe ich jetzt mal. Wie sieht's aus? Gut. Jetzt geht's hier auf, Leute. So. Steuerung 3. Na, habt ihr es wieder zusammengefasst? Steuerung 1. Steuerung 2. 3. 2. 1. So. Angriff. Ich bin Vater. Ich kontrolliere alles. Sie werden vernichtet. Eins kommt ran hier. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So, jetzt sagen wir uns die ganzen Einheiten hier zusammen. Achtung, Produktionsstillstand. Registriere Deaktivierung von Fathers Schutzschild. Ich wiederhole. Fathers Schutzschild ist deaktiviert. So. Rück mal hier rein. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So. Die da oben mal klein. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Was soll jetzt die Kacke? Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Versenken bitte. Kommt hier wieder aus dem Fahrer so eine Scheiße rausgeploppt. So geht das Ding nicht kaputt. Sie sind mein primäres Ziel. Seine Verteidigung ausschalten. Na super. Registriere Deaktivierung von Fathers Schutzschild. Ich wiederhole, Fathers Schutzschild ist deaktiviert. Gut. Sie sind berechenbar. Sie versuchen mich zu deaktivieren, aber ihr Vorhaben wird scheitern.
Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Funktioniert denn das jetzt? Nein, du nicht. So. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Wo? So. Registriere vollständige. Registriere Deaktivierung von Fathers Schutzschild. Ja. Wiederhole. Fathers Schutzschild ist deaktiviert. Gleich ist er zerstört. So sieht's gut aus. Was lange währt, währt endlich gut. Gleich ist er hin. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Gut, das ist mir egal. Gleich ist er endlich down. Dann haben wir den Mistkerl endlich besiegt. So, jetzt bringe ich dich nochmal in Stellung. Alarm. Alle weg hier. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Nein. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Jetzt ist er eh gleich hin. Deaktivierung von Fathers Schutzschild. Ich wiederhole. Fathers Schutzschild ist deaktiviert. Scanne Sektor. Keine Aktivitäten der Father-KI messbar. Diagnose? Alle Systeme offline. Mission erfüllt. Wirklich? Wirklich? Yes! Was haben Sie getan? Ausfall aller relevanten Systeme. Ich registriere eine extreme Überbrückung der Notfallprotokolle. Deaktivierung meiner Kernsysteme in 3, 2, 1. Das ist nicht. Ah, das ist das endgültige Aus. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste von Anfang an, dass Sie am besten für diesen Job geeignet sind. Eben ein echter Gewinn für die Firma. Yes! Geschafft! Nach über 4 Stunden Spielzeit an der Mission. Offenbar braucht es einen gemeinsamen Feind, damit Global Trust, Eden Initiative und SAAT wirklich zusammenarbeiten. Das ist dein Verdienst. Ich glaube, du hast gerade die Welt gerettet. Yes! Nun, das war's dann also. Father ist Geschichte. Zumindest diese Version seiner KI. Aber SAAT wird diesen Computervirus analysieren und unschädlich machen. Und eines Tages vielleicht, wenn wir Erfolg haben, werden wir eine optimierte Version von Father erschaffen. So. Der Sandbug zum Schluss war zwar behindert. Achtung, Produktionsstillstand. Ich glaube, das interessiert mich nicht mehr, dass die Produktion steht. So, ich bin froh, ich hab's geschafft. So, wer... Ich geb den hier. So, yes. Gut. Dann gehen wir zur Missionsübersicht. Kriegen noch einen
Achievement oder was das sein soll. Die Sünden der Väter. Aha. Also hier sind wir fertig. Dann gehen wir zurück. Dann gucken wir mal. Endlosspiel. Nö. Okay, ja. Dann hätten wir hier noch Einzelmissionen. Und die gehen wir das nächste Mal an. Okay? Ich sag dann tschö. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Hallo Leute. Da bin ich wieder bei Anno. Heute spiele ich mal, fange ich mit den Einzelmissionen an. Ich werde hier so runterpendeln. So, und ich starte die erste. Die Jorgannes Hochebene. Ich bestätige. Was? Durch das... Was durch den Anstieg des Meeresspiegels wurde aus vielen Hochplateaus eine Versammlung großer... Aktualisiere Koordinaten im Bordcomputer. Quatsch mir noch mal rein. Was soll hier die Kacke? Ich starte jetzt einfach. Ich nehme Eden. Die Eden Initiative ist ein Verbund einflussreicher, global agierender Umweltorganisationen. Ich weiß, deswegen mache ich hier weiter. Danke, quatsch mich nicht voll. Heute nicht, das muss nicht sein. Oh, mein Handy ist voll. Ist perfekt. Stecke ich hier mal kurz ab. Gut, ich hab's definitiv lautlos, also hier... meckert mir hier nichts rein. So, hab kurz unterbrochen, dass ich gucken kann, wie die Framerate ist. Weil es mir die schon wieder gerade nicht angezeigt hat. Wieso auch immer. Ist aber mir Wurst. Ich warte hier auf den mörderischen Ladebalken. Und fucking, ich muss schon wieder niesen, glaube ich. Es ist irgendwie semi-professionell hier, wenn ich hier niesen muss. So. Mache hier meine Maus mal schneller. So, perfekt. Sieht akzeptabel aus. So, Mission starten natürlich. Archer Zielkoordinaten erreicht. Ladedatensatz mit zweckdienlichem Informationsmaterial. So, dann gehe ich mal her und... Na, komm. Ich verfüge über weiterführende Informationen zum aktuellen Sachverhalt. So, baue ich hier gleich mal... Hoppala. Wohnungen an, wie immer. Warendepot. Ah, hier meins hin. Hier eins, hier eins, hier eins. Dann ist hier erstmal Ruhe fürs Erste. Dann mache ich hier mal wieder die obligatorische Straße her. Weil sonst geht sich ja wieder nichts. So. Ah, ist mal wieder schön von Anfang an hier anzufangen. So, so, so. Informationen zur demografischen Verteilung der Bevölkerung verfügbar. Oh, das ist aber super. Nein, ich habe Bauplatz verschwendet. Steinigt mich. So, wir brauchen Fische. Energieversorgung mangelhaft. Ja, ist klar, deswegen haben wir uns da gleich mal so was her. Dann passt es mit der Stromversorgung auch wieder. Dann ist hier alles im Lot. So. Hier ziehe ich gleich mal die Straße raus. So. Also hier alles schon mal flutscht. Was ist denn? Geladen. Informationen zum Thema stehen bereit. Exekutives. Was? So. Baue ich hier mal den hier. Kann man eigentlich sehr eng zusammenstellen.